Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly, der Mann mit dem Durchblick und dem vollen Haupthaar. Jetzt sind wir bei Deponia und versuchen immer noch Rätsel zu lösen. Was hat es mit dieser dämlichen Brille auf sich? Sie hilft mir, mich auf mein Ziel zu fokussieren. Indem sie dich faktisch erblinden lässt? Dafür schärft sie all meine anderen Sinne und schützt gegen Hirse, Hausstaub und Ziegenmilben. Uff. Ich bin Allergiker, musst du wissen. Ziegenmilben. Nicht deucht, du stehst auf der falschen Seite des Schrottballschlägers. Was hat es mit dir? Sie hilft, indem darf und ich... Kann ich ganz nochmal mit dir reden? Was treibt ihr denn hier? Wonach sieht das aus? Ah, das kannst du natürlich nicht wissen. Es sieht aus, als hätten sich zwei blinde Hühner im Misthaufen geirrt. Da sieht man's wieder. Augenlicht, Taugenicht. Wir sind Profis auf unserem Feld. Topfschlagen? Besserwisser vermöbeln. Oh, keine Sorge. Noch ist deine Ausbildung nicht abgeschlossen. Deswegen auch der Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht, oder? Mal eine Frage, habt ihr auch so krasses Hintergrundrauschen von der Szene hier? Ist das schon ein bisschen übel? Pinatas am Grill Donnerstag sollten in unseren Traditionsschatz aufgenommen werden. Und wer hat es zuerst gemacht? Streng genommen okay. Die beiden. Nein, ja, geile Ansagen, Chat. Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Trainingssack? Ist ja windig, ja. Ich glaube auch, dass er damit versuchen, Wind zu typisch simulieren. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber... Das hatten wir schon. Kann ich mit ihm noch irgendwie reden? Also was wird das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich Aggressionen optimal kanalisieren. Om Arsch. Om Arsch. Wie er wohl sein Gold wiederfindet, wo er doch keine Regenbögen sehen kann. Wegen Kobold. Uff. Uff, okay. Das muss dieser Studententabak sein, von dem Lonzo immer erzählt. Eine Pflanze, die kurioserweise hauptsächlich auf Balkonen von Studenten-WGs gedeiht. Unkraut oder auch, wer den Witz nicht versteht, Weed. Nehmen wir mal so ein bisschen Weed mit. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Creator? Aha. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Menschen, die ständig alle Witze erklären, uff. Ich helfe nur meinen Zuschauern auf die Sprünge. Okay, richtig geholfen wurde mir jetzt nicht, ne? Abgeschlossen. Alles andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Okay. Ich hab eine Ziege. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Okay, ich zieh mal die Ziege rüber. Vielleicht muss ich ja die von hier da auf die andere Seite hinkriegen. Brauche ich hier vielleicht einfach... Muss ich hier so ein bisschen was in den Schnabeltierkopf tun? Ich zweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Willst du mit mir mein Pausenboot teilen? Der Teil des Rätsels war leicht. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Romantic Ninja. Nein? Wer von euch Kindern ist der Romantic Ninja? Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich?
War fast Wusstet klar. Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht. Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden. Denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft? Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Biete dir Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenboot teilen? Ja, wir können es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. War mir schon fast irgendwie klar, dass mit dem Spitznamen, ne, es eigentlich nur ein Schüler sein kann. Romantic Ninja. Aber wie krass gemein Goal ist, Alter. Schnabeltiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder aus. Rotzenden Laut. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war. Und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Okay, wir probieren es trotzdem einfach mal. Oh, na? Meiner Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige Köder. Also, wir probieren es jetzt mal mit einer Pausenbrot. Schnabeltiere essen nur alles, was... Und dann ja. Unkraut ist doch frisch. Ich bezweifle doch sehr, dass sich das verwöhnt ist. Komm, Muschi, 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 Muschi. Es weiß offenbar nicht, was gut ist. Schnabeltiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder aus. Rotzenden Laut. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war. Und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Aber Unkraut ist doch frisch. Was ist hier denn hier so Überanspruch gedöns? Ich bin immer noch dafür, dass wir Piñata kaputt hauen. Da sind Süßigkeiten drin. Ach, hier ist die Raupe. Was macht die Raupe? Oh. Okay. Das war niedlich. Ich bin also ein Schnabeltiermagnet. Ah. Ich tausche den Regenschirm. Stör ihn nicht. Er muss sich auf seinen Schlag konzentrieren. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Was hat irgendwas mit der Ziege auf sich? Warum kann ich das hier hoch und runter bewegen? Ich behalte meine Sachen lieber lose überall im Mantel verteilt. So wird der Schaden minimiert, wenn wieder einmal Feuer ausbricht. Und das kann schneller passieren, als er lieb ist? Nicht nötig. Das ist auch so schon trocken genug. Da ist aber mehr wie mutig. Ich behalte meine Sachen lieber lose über... So wird... Okay. Nicht nötig. Das ist auch... Da ist schon Salat drauf. Nicht nötig. Das ist auch... Okay, Sachen kombinieren bringt schon mal nichts. Piñatas am Grill Donnerstag. Und wer hat es... Piñata hilft mir hier auch nicht. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Kann ich hier vielleicht jetzt rein, wenn die Tür, wenn die Fahne unten ist? Ist das vielleicht die Mühle so? Abgeschlossen. Alles andere hätte mich... Sieh schon wieder. Sehe ich richtig oder gibt es hier Luftspiegelungen? Luftspiegelung. Zur Vorlesung. Aber Dalli. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Sich die Pausenglocke also jetzt läuten. Wie läute ich denn die Pausenglocke? Was ist denn, wenn ich reingehe? Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann hier so gar nichts machen, ne? Oh, hier ist ein Schlüssel. Sieh schon. Zu und.
nicht hier irgendwie das Unkraut anbringen? An die Pinata? Hey! Stör ihn nicht! Er schlägt nicht, wenn... Ja, willst du mal was Tolles sehen? Sehen! Ja. Geht ja gar nicht. Okay. Hat auch nicht geholfen. Hey! Stör ihn nicht! Er schlägt nicht! Willst du mal was... Ja. So funktioniert das nicht. Stör ihn nicht! Ich glaube, damit muss ich die Ziege irgendwie fangen mit dem Sandwich. Hey! Willst du mal... Sicherheitshalber tue ich jetzt trotzdem einmal alles mit allem kombinieren. Willst du mal was... Hey! Schlägt nicht! Okay, also hier draußen kann ich gerade gefühlt nichts tun. Außer die Ziege die ganze Zeit hin und her schicken. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Go, go, Rufus Gummiarm! Nee, dieses ganze Zeitgereise scheint meine Superkräfte zu korrumpieren. Ich kenne das Gefühl. Nehmen wir das Unkraut. Go, go, Rufus. Dieses ganze. Also wird es mit den. Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyonenverdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Anschlussfrage. Wer mag niemand? Ja, richtig. Muss ich irgendwie das Unkraut hier reinstecken? Oder das Sandwich? Das ist schon anormal genug. Ich meine, ich habe ein Zeitanomalie-Loch. Das hier ist kein Wetterexperiment. Das hier ist kein Blei. Kann man ja mal probieren. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taucht es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Altes Brot für Schnabeltiere, die aussehen wie Enten. Solche Zeitreise-Experimente mache ich schon seit Jahren. Ich finde immer noch Reste davon unterm Sofa. Laut Fiebermessen habe ich Temperatur von 35 Grad. Das ist ein bisschen wenig. Ja, waren auch immer meine ersten Worte. Mittlerweile weiß ich, dass du gesund bist. Komm, Muschi. Altes Brot, na? Haha, das scheint ihm zu gefallen. Ich bin offenbar mal wieder da, wo ich zu Hause bin. Auf der richtigen Fährte. Nee, war aber auch mein erster Gedanke im Klemmeron. Da ist altes Brot drin. Na komm, Mädchen. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette, je nachdem, was gerade gebraucht wird. So, ich habe also jetzt ein Goldschnabeltier und ich habe einen laufenden Rufus. Und ich habe eine Zeitanomalie, die... Das ist schon anormal. Die ich vielleicht vergrößern kann. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Wuhu! Ja, was ist denn jetzt los? Ich! Stereo-Monokel? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nordbird. Das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit wie im Fluge. Nur nenne meinen Namen. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, unter Bisweil-Türe. Ihr Name ist Hildebrand. Ihre Eltern waren Witzbeute, was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfehler. Na und? Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Yippie, Schule ist aus! Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wollen nie etwas, was auch andere erledigen können. So, jetzt ist aber genug. Und nun? Es hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus Ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Oh, ich muss es hinstellen.
Verdammt! Die Anomalie blockiert, aber wenigstens verliere ich keine Zeit, während ich hier drin gefangen bin. Okay, ich bin hier drin gefangen. Nochmal hinter. Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyonenverdichter. Ja, ich muss das gleich leiser stellen. Anschlussfrage. Wer mag niemand? Tja. Wie ich sowas liebe, wenn Spielmechaniken. Ich schau mal, ob wir mit Geräusche, was ich hoffe, dass das der Fall ist. Oh, viel angenehmer. So quiekt, also es quiekt mir zwar immer noch die Ohren zu, aber ich bin nicht gleich taub. Okay, ich habe Unkraut. Was mache ich denn mit Unkraut? Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen, 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Setzen, 6. Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen, 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Sehr schön. Nicht nötig. Ihre kleinen Nerdköpfchen rauchen bereits. Hab ich das geholt? Wollen wir nicht das Kriegsbeil begraben? Und eine Runde Kiffi-Kiffi? Hey, ich hatte eben eine ganz ähnliche Idee. Zumindest kam auch ein Beil und ein Grab darin vor. Oh, alter Vater. Irgendwie bezweifle ich, dass sie mir dabei helfen wird. Ja, man kann ja mal einen Eimer über den Kopf ziehen oder eine Metallente. Irgendwie bezweifle ich. Okay, was habe ich denn hier noch für Objekte, mit denen ich interagieren kann? Verdammt, aber wenigstens. Typisch. Kaum ist Feierabend, vergeht die Zeit wie im Fluge. Was mache ich denn jetzt? Wie hält man das Ding an? Haben Sie schon den Knopf gedrückt? Lol. Nichts. Weil es nichts bringt. Ihr ratet ja nur. Wie Sie es uns beigebracht haben. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen stolz auf euch. Mit dem Regenschirm kann ich was absperren, oder? Schade. Gerade wo es so spannend war. Was habe ich denn jetzt gemacht? Alles hat mal ein Ende. Besser ihr gewöhnt euch dran. Ja, ich habe. Was habe ich getan? Dieses Achievement habe ich mir mehr als. Läuft. Aber was habe ich denn jetzt hier getan? Ich habe das Ringschirm in die Speichen gesteckt. Sieht man das überhaupt? Ah, yo, da! Oh! Ich habe schon eben überlegt, was ist denn das? Wie habe ich das denn hingekriegt? Aber ja. Das erklärt das. Okay. Einfach mal einen Schirm zwischenstellen, dann geht das auch. die Schuhglocke hat geklingelt, daher müsste ich jetzt zur Verwaltung gehen können. Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen! Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen Unmöglich. Kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Fantast. Ja, ein Anarchist. Ich? Gefällt mir. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden ihren Körper getauscht haben. Oder die Zeit verdreht wurde bei denen. Aber ja. Einfach mal bei einem fahrenden Fahrradfahrer machen. So einen Regenschirm in die Speichen kloppen. Oh!
Eine Möglichkeit wäre das. Jetzt schauen wir mal, was hier an der Seite noch so steht. Das ist keine Pfeife? Da hat der Künstler ja mal richtig daneben gelangt. Haha. Oh, cool. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht hinters Licht führen. Ich habe eine Pfeife und ich habe Unkraut. Und ich habe eine zickige Freundin, dass sie noch nicht weiß, dass sie meine Freundin wird. Lösung in der nächsten Folge, liebe Freunde. Macht's gut, ciao.